Auswahl. Live gehen. Grau dargestellt. Du bist jetzt Liv. So, hallo Leute. Es ist jetzt spät abends. Ja, am 29. Mai 2019. Und meine Katzen spielen hier gerade verrückt. Ja, das tun sie. Und sie rennen durch die Gegend. Ja. Die können das nicht, wa? Ja, wieder mal ein Twitter-Live-Video, Audio, Video. Ja. Wirklich schön. Wir kontrollieren auch nochmal. TCP55S, Kameraauswahl, Rückkamera, Taste. Du bist jetzt 0. Aktionen zum Live-Video anzeigen. Teilnehmer an Live-Video stoppen. Taste Blitz. Vordere Kamera ausgewählt. Taste. Oh, Entschuldigung. Blitz aus. Vordere Kamera. Nur Audioübertragung aktiviert. Vordere genau. Blitz. Live-Teilen. Aktion 1. 13. Du bist jetzt Liv. TCP 55. Kameraauswahl. Rückauswahl. Nur Audioübertragung. Taste. Live-Video stoppen. Live-Video stoppen. Aus. Kamera. Genau. Du bist jetzt. Bla bla bla, genau. Hört ihr das? Die Katzen rennen. Wir bleiben jetzt mal drauf. Das ist wirklich einmalig, weil so eine Situation kriegt man nicht oft. Mal los. Jetzt werden sie wieder ein bisschen ruhiger. Aber sie sind nur noch aktiv. Blacky und Mieze sind das. Jetzt ist erstmal Ruhe. Gar nichts. Ja, das waren also meine Katzen mal wieder. Ja, Blacky und Mieze sind wirklich sehr aktiv. Mia, die macht da nie so groß mit. Die wird wahrscheinlich irgendwo liegen und pennen. Ist ja auch schon 7, wird ja auch 7 Jahre alt. Die Gute. Naja. 3, 6 Aktionen zum Live-Video anzeigen. Taste. Live. Sven Heidenreich ist live. Details zu Live-Video. Taste. Follower-Anfrage. Um Teilen bitten. Skizzieren. Chat ausblenden. Taste. Kamera wechseln. Taste. Fertig. Taste. Fertig. Taste. Kamera wechseln, Chat aus, skizzieren, beginnen, Taste, und teilen, bitten, Taste. Follower-Anfrage, Taste. Live-Video stoppen, aus, Kamera, TCP, du bist jetzt, Folgenanfrage gesendet. 3, für Aktionen zum Live-Video anzeigen, Taste. Live, Sven, Detail, Follower-Anfrage, Taste, und teilen, bitten, Taste. Live-Video stoppen, Taste. So. Live-Video, Auswahl, Kamera, TCP 55, du bist jetzt, Liv. Folgenanfrage gesendet. Teilenanfrage gesendet. 4. 15. Aktionen zum Live-Video. Teilnehmer anzeigen. Taste. Live-Video stoppen. Taste. Ja. Blitz. Aus. Taste. Vordere Kamera. Ausgewählt. Ja, Taste. Vordere Kamera. Da ist der Ton immer am besten, finde ich. Da versteht ihr mich am besten. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Nur das jetzt. Wie gesagt, morgen ist Christi Himmelfahrt, Herrentag oder Vatertag, wie man den Tag auch nennen mag. Freitag ist ein Brückentag, Samstag, Sonntag ist Wochenende, also 4 Tage jetzt frei. 4 Tage, ja,
Ja, jetzt kommt dann nur noch demnächst Pfingsten. Oh, es geht wieder los, Leute. Ja, Pfingsten kommt noch und dann sind wir erstmal durch mit den Feiertagen. Dann geht es erst Oktober wieder los. Ja. Na, ab August habe ich den Urlaub, 2 Wochen. Ja, das wird schon. Diesmal habe ich mir den Urlaub besser eingeteilt. Letztes Jahr hatte ich ja 3 Wochen, das war mir zu viel. Also ich mag das auch nicht so am Stück. Ich finde, wenn man so zwischendurch mal eine Woche oder so hat, finde ich es besser, als wenn man da irgendwie gleich irgendwie 3 oder 4 Wochen draus macht. Das finde ich immer ein bisschen krass. Denn ich bin ja gerne unter Menschen und arbeite gerne und ja, Urlaub. Weiß ich nicht. Wenn ich Familie hätte und so, dann würde ich das alles ganz anders sehen, aber so als Alleinstehender, ja, weiß ich nicht, was ich mit Urlaub anfangen soll. Groß wegfahren, der Typ bin ich nicht. Ja. Vor allem nicht alleine. Nee. Muss ich nicht haben. Ja, und nee, sonst ist alles wirklich gut. Jetzt ist alles wieder total ruhig. Ja, die Katzen haben sich ausgetobt. Ja, ja. Ich hoffe ja, dass es euch allen gut geht. Ich werde das Video ja auch wieder in Facebook teilen und auf YouTube laden. Das eine Mal habe ich sogar vergessen, das Video zu speichern. Ich konnte das dann nicht hochladen. Das passiert auch manchmal. Also ich muss wirklich dran denken, wenn ich das Video beende, es auch in die eigenen Aufnahmen zu speichern, damit ich es auch auf YouTube hochladen kann. Ja, genau. Meine Berichte. Macht mir Spaß. Jo. Ja, jetzt haben die Katzen sich wieder beruhigt, seht ihr? Also habt ihr das mal so ein bisschen mitbekommen vom Hören her, wie Blackie und Mieze aufdrehen, wenn sie gut drauf sind. Meine Mia pennt. Jo. Die macht ein Schläfsche. Ein Schläfsche macht sie. Ja. Blitz aus, Taste, vordere Kamera, nur Audioübertragung aktiviert, nur Audio, vorder, Blitz, live, Teilnehmer anzeigen, Taste. Aktionen zum Live-Video anzeigen, Taste. 8, 39, 8, 41, 8, 43. Was halten die? 8, 46. Was halten die davon? 8, ich stehe jetzt 48, auf die Minutenanzahl. 8, 50. Und jetzt werdet ihr, genau, ich lege das Handy jetzt einfach irgendwo hin und lass laufen und 8, hört die ganze Zeit 57. Diese blöden Zahlen. Was haltet ihr davon? Ist nicht so schön, oder? Aktionen zum Live-Video anzeigen, Taste. Aber da stelle ich mir jetzt gerade so vor. Ne, ich würde einschlafen und das Ding würde immer auf die Minuten stehen und dann würde das immer weiter quatschen und ja, das wäre doch was. Ja, ich weiß gar nicht, wie es bei Twitter ist mit Musik. Also bei Facebook soll es ja auch so sein, dass wenn man irgendwas laufen lässt, dass es dann gesperrt wird. Bei YouTube wissen wir es ja. Aber wie ist es bei Twitter? Wer weiß das von euch? Ich will es nicht riskieren. Nicht, dass ich weiß ja nicht, ob man dann erstmal eine Verwarnung kriegt oder ob man nicht, dass man gleich gesperrt wird oder so. Ich weiß es ja nicht, wie die Regeln hier bei Twitter sind.
Ich finde das einfach total albern, weil ich meine, es ist doch abzusehen, dass hier kein Geld damit verdient wird. Und ich fände es halt okay, wenn man weiß, der Account oder das, wo das abgespielt wird, verdient Geld damit, dann fände ich es ja vollkommen okay. Ja. Ja, hier ist gerade eine Katze. Ich guck mal, welche. Das ist Blacky. Der Kater Blacky ist das. Der hat gerade am Handy geschnüffelt. Warum auch immer. Was los, Schnaufi? Blacky. 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 Was ist los, Blacky? Was ist los? Ja, du willst spielen, ne? Ja. Dickerchen, ne? Der ist voll in Spiellaune hier. Vielleicht schlägt er wieder mit dem Schwanz. Ja, ist doch gut, Dicker, ist doch gut. Jetzt kommt er hier an und stupst mich an. Ja, ne? Mein Großer. Ja, jetzt spielt er. Jetzt hat er kurz die Pfoten und hat kurz mit der Schnauze mich angestupst, so als wenn er spielen will. Ich muss natürlich bei ihm ein bisschen vorsichtig sein, weil Katzen machen oft ihre Krallen raus. Na, Dicker? Ja, stupst mich wieder an. Stupst mich wieder an, ja. Ja, mein Großer, ne? Mein großer Kater. Und wumm, jetzt rennt er wieder. Ja, das ist wirklich schön. Also die Katzen haben so einen eigenen Kopf. Das ist einfach herrlich. Egal, was man denen erzählt, die machen was völlig anderes. Vor allem, wie die immer auf gewisse Sachen reagieren. Ne? Also wenn man streichelt eine Katze und auf einmal wittert er irgendwas oder sie. Und dann, wumm, stürzen sie weg. Und du als Herrchen weißt gar nicht, wieso geht denn die Katze jetzt? Ja? Oder irgendeine Bewegung oder was die da mitkriegen und dann, wumm. Also das ist schon interessant. Das ist wirklich interessant, wie schnell die auch reagieren können. Ja? Ist schon schön. Also mir gefällt das, dass die so einen eigenen Kopf haben. Ich meine, so ein Hund ist auch was Schönes, ne? Hunde mag ich ja auch. Aber manchmal, wenn ich so hier so sitze, denke ich, man müsste irgendwie ein Tier haben, was nicht jeder hat. Also, das ist natürlich Quatsch, würde ich jetzt mir nicht leisten können oder sowas. Aber manchmal denkt man so, ach, irgendwie noch so als Pluspunkt so ein Tier. Wo die Leute dann so sagen, was sowas hält man sich? Ja? Also gut, eine Vogelspinne würde ich mir jetzt nicht gerade halten, weil wisst ihr nicht, was man jetzt als Blinder von einer Vogelspinne hat? Oder eine Schlange oder so. Ich meine, Schlangen sind ja auch ziemlich langweilig eigentlich. Schildkröte wollte ich früher als Kind immer haben, heutzutage nicht mehr, weil, naja, die bewegen sich ja auch sehr lang, so die Landschildkröten meine ich natürlich. Auch Wasserschildkröten. Mit Wasserschildkröten habe ich gar keine Erfahrung. Also die habe ich auch noch nie angefasst oder so. Landschildkröten kenne ich halt. Die finde ich ganz interessant, aber die machen ja auch nicht viel. Das ist Blacky wieder hier. Jetzt liegt der hier und lässt sich streicheln. Fragt sich nur, wie lange. Ob er nicht bald wieder zulangt, weil er spielen will. Aber momentan sieht es so aus, als wenn er jetzt ein bisschen ausruht. Ja, Landschildkröten. Ja, sonst was kann man sich halten, ne? Ich meine, es gibt ja so Menschen, die sich dann irgendwie ein Hausschwein oder so. Hab ich schon mal einen Bericht gesehen über jemanden, der sich ein Hausschwein gehalten hat oder so. Aber das ist ja, na ja, gibt schon Sachen, ne? Das ist ein Raubtier, aber da musst du ja auch wieder die Begebenheiten haben und vor allen Dingen sind Raubtiere ja immer gefährlich, ne? Da kann immer irgendwas passieren. Also das ist dann schon übertrieben, wenn dann, als Haustier ist es sowieso nicht zulässig. Ich meine, so ein Tiger oder so ein Löwe als Haustier, ne? So ein Löwe, ja. Ich meine, jetzt, wo gerade König der Löwen rauskommt, wäre es dann natürlich optimal, wenn man so einen Löwe hätte, ne? Die wären bloß ziemlich groß. Da hat man ein Problem. Vor allem, was die fressen an Fleisch, so Raubtiere, ne? In der Wohnung hier ein Löwe oder ein Tiger halten, ist nicht viel Platz. Die brauchen ja richtig Platz. Ne?
Sehr klar. Interessante Tiere finde ich auch Elefanten. Ne? Elefanten, ich meine, die sind riesig groß und trotzdem so genügsam, also gemütlich. Und trotzdem, ich hab ja noch nie Elefant angefasst. Aber ich habe Respekt vor sowas, vor so großen Tieren. Ich finde ja selbst ein Pferd, also ich mag Pferde und ich würde auch auf dem Pferd reiten. Ich bin ja schon geritten. Aber trotzdem, die Größe flößt mir schon Respekt ein. Also, ja. Aber auch die kleinen Tiere können ganz schön. Ne? Mir sieht es an Katzen. Ne? Mein Blackie hier zum Beispiel. Aber der macht nichts. Das ist ein lieber Kater. Ab und zu ist er ein bisschen frech, ne? Mein Dickerchen. Ist ab und zu mal ein bisschen frech, ja? Ja, ne? Schlägt er mit dem Schwanz. Jo, mein Großer, ne? Ja. Jo, jetzt die andere Seite, ne? Ja. Genau, Dicker, du machst es genau richtig. Immer genießen. Immer genießen, Großer. Man weiß nie, was kommt, ne? Ja, Dicker. Du bist ein richtiger Genießer. Ja. Du frisst gut. Der Schwanz immer. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Ich meine, dass Katzen mit dem Schwanz ab und zu mal so schlagen oder wenn sie spielen wollen oder wenn machen sie ja manchmal auch, wenn denen was unheimlich ist oder so. Aber wie Blackie das macht, ist schon echt lustig. Der benutzt den Schwanz total oft, um irgendwas zu signalisieren. Keine Ahnung. Warum er beim Streicheln mit dem Schwanz schlägt? Irgendwas will er mir damit sagen. Aber er schnurrt ja auch. Also er will ja auch nicht in Ruhe gelassen werden. Weil dann stupst er mich ja auch an, weil er gestreichelt werden will. Also, die haben irgendwie, also da sieht man mal, was für Eigenarten so ein Tier haben kann, ne? Ja, aber es ist echt eine schöne Sache, so ein Tier. Und wie unterschiedlich meine drei Katzen sind. Mia ist halt, wie sie ist. Die kommt halt auch manchmal an, dann mautzt sie mich an. Mieze ist ein bisschen stiller. Ja, Mieze ist eigentlich ein bisschen stiller. Die, ja, wenn sie kommt, dann will sie auch gestreichelt werden, aber sie ist so ein bisschen zurückhaltender. Aber Forsten ist er hier. Mein Blackie. Mama hat ja die Katze, ihre Kater auch oft Blackie genannt. Deswegen habe ich gesagt, meiner heißt Blackie. Ne? Großer? Ja. Du bist ein lieber Kater, ne? Jetzt steht er hier gerade. Ja. Ich sitze hier auf dem Bett und mein Kater umkreist mich gerade. Gut, solange du mich nicht als Beute siehst, ist ja okay, Dicker. Ja, ne? Jetzt hat er mich wieder angestupst. Ja, mein Großer. Stups, stups, ne? Stups, stups. Ja. Na, mein Großerchen jetzt. Ja, jetzt hat er seine Beine von sich gestreckt. Liegt er offen. Jetzt legt er sich auf den Rücken. Och Gottchen. Jetzt schnurrt er. Das hört man natürlich nicht, weil er sehr leise schnurrt. Blackie hat ein sehr leises Schnurren, warum auch immer. Ja, auch da gibt es Unterschiede, ne? Es gibt Katzen, die klingen, wie sagt man immer, wie so ein Traktor, ne? Und er ist halt. Du schweigst und genießt, war Großer? Ich versuche ja mal, euch das Schnurren irgendwie nahe zu bringen, aber ich glaube, es ist schwierig bei ihm. Komm her, Dicker. Du musst schnurren.
Ja, man hört es halt sehr leise. Also ich höre das jetzt, weil ich neben ihm bin, aber ich glaube, als Außenstehender hört man ihn erstmal gar nicht, wenn man ihn jetzt einfach so hört. Aber man spürt es ja auch, weil die Vibration, daran merkt man ja auch, dass er schnurrt, ne? Ja, Digga. Mein großer Kater, ne? Joa. Ja, Digga, ne? Toller Kater. Ne, großer? Wie viele Minuten sind wir denn schon online hier? 20.59 Uhr. Ui. Aktionen zum Live-Video. 21. Drei Aktionen zum Also, wir sind schon Live-Video-Anzeigen. über Taste. 21 Minuten hier am Quatschen. Das finde ich immer faszinierend, weil man selber quatscht und quatscht und quatscht und denkt, naja, gut. Ne? Und merkt gar nicht, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht. Aber macht ja nichts. Ist das halt mal ein etwas längeres Video. Ist ja nicht schlimm. Ne, Großer? Ja, ein wirklich schöner Kater. Ja, mauzen tun meine Katzen eigentlich sehr wenig. Nur wenn sie wirklich irgendwas wollen oder so. Aber ja, und halt, wenn Mieze rollig ist, dann mauzt sie halt. Aber sonst, eigentlich mauzen sie sehr wenig. Ab und zu mal beim Spielen, da legt Blacky dann auch mal los. Da kann er das dann auch, wenn er will, ne, Großer? Kannst du auch Miau machen, ne? Und wenn ihm irgendwas nicht passt, dann kann er auch meckern. Wenn er zum Beispiel sich irgendwie hinlegt, zum Beispiel wie jetzt, wenn er sich hinlegt und man würde ihn jetzt irgendwie wegnehmen oder versuchen wegzunehmen, aus seiner Position rausnehmen, das mag er gar nicht. Das mag er gar nicht. Und da mauzt er dann. Liegt er hier wieder auf seinem Rücken und schnurrt. Kann ja mal das Mikro ranhalten, mal gucken, ob man irgendwie eine Vibration mitkriegt. Jetzt spielt er mit der Handyhülle hier. Schnurr mal ins Mikrofon, Digga. Er ist mikroscheu. Seine Pfote hat er mir gegeben. Gibst du jetzt Pfötchen? Wirst du zum Hund oder was? Will bloß, dass du bellst. Mit dem Schwanz wedeln tust du ja schon. Wäre ja mal eine Attraktion, ne? Eine Katze, die bellt. Ich glaube, dann ist man aus allen Schwierigkeiten raus. Ne? Wie sagte einst Garfield? Was passiert, wenn man einen Hund und eine Katze kreuzt? Was wird daraus? Eine Hunze. Ja, der gute alte Garfield. Aber auch nur gesprochen von Happe Kerkeling. Ja. Nur dann finde ich ihn gut. Ja, wie lang ist das Video jetzt? 24.41 Uhr. Oho. Aktionen zum Live-Video anzeigen. Taste. Wahnsinn. 24 Minuten. Ist bald eine halbe Stunde, wo ich hier rumquatsche. Macht ja nichts. Ist alles gut.
Dann werde ich jetzt das Video aber trotzdem mal beenden, weil irgendwann ist ja mal Schluss. Teilnehmer anzeigen. Live-Video stoppen. Taste. Blitz. Aus. Vordere Kamera. Blitz. Live-Video stoppen. Taste. Schließen. Taste. Live-Video stoppen. Live-Video stoppen. Schließen. Schließen. Taste. Live-Video. Live-Video. Schließen. Schließen. Taste. Aufschließen. Taste. Live-Video stoppen. Taste. Live-Video stoppen.